Das Bundesverfassungsgericht ist über den Beschluss des Bundestags zur Wahlwiederholung hinausgegangen, allerdings nur geringfügig. Statt in 431 muss nun in 455 Wahlbezirken neu abgestimmt werden. Insgesamt hat Berlin 2257. Am stärksten betroffen sind Pankow mit 149 Wahllokalen, Charlottenburg-Wilmersdorf mit 74 und Friedrichshain-Kreuzberg mit 64. Am geringsten Treptow-Köpenick und Lichtenberg mit 6 und 8. Die Begründung für die leicht erweiterte Teilwiederholung. Der Bundestag hat das Wahlgeschehen jedoch unzureichend aufgeklärt, da er trotz entgegenstehender Anhaltspunkte auf die gebotene Beiziehung und Auswertung der Niederschriften der einzelnen Wahlbezirke verzichtet hat. Dies hat das Bundesverfassungsgericht im Rahmen seiner Amtsaufklärungspflicht nachgeholt. Grund für die angefochtene Bundestagswahl waren unter anderem fehlende oder falsche Wahlunterlagen. Eine Abstimmung nach 18 Uhr sah das Gericht nur eingeschränkt als Fehler an. Wegen der Fehlermasse wollte die CDU sogar die Hälfte aller Wahlkreise nachwählen lassen. Das Gericht lehnte das als zu viel ab. Die Wahlprüfungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts unterliegt dem Gebot des geringstmöglichen Eingriffs. Sie darf nur so weit gehen, wie es der festgestellte Wahlfehler erfordert. Das Gericht verwies zudem auf die Mandatsrelevanz in zwei Wahlkreisen. Das heißt, dass bei einem korrekten Ablauf ein anderer Kandidat in den Bundestag hätte einziehen können. So lag der Unterschied in Reinickendorf zwischen der Siegerin und CDU-Frau Monika Grütters und dem SPD-Kandidaten Thorsten Einstmann nur bei 1,4 Prozentpunkten. In Pankow bei 4 Prozentpunkten zwischen dem Grünen Stefan Gelbhaar und dem SPD-Mann Klaus Mintrup. Abstimmen können bei der Wiederholung Wahlberechtigte ab 18 Jahren, die in einem der betroffenen Wahlkreise gemeldet sind. Auch wenn sich nach der Wahlwiederholung die Ergebnisse verändern, hat das nur geringe Auswirkungen auf den Bundestag. Und jetzt will natürlich jeder gerne wissen, trifft mich, das wird in meinem Kiez neu gewählt. Also wenn Sie in Pankow wohnen, ne, dann höchstwahrscheinlich schon. Ne? Schauen Sie auf die Karte, überall wo es farbig ist, da muss die Wahl wiederholt werden. Also Spandau da drüben oder hier Marzahn, Lichtenberg, ja, unten hier in Treptow-Köpenick, da ist kaum irgendwas. Diese Karte können Sie sich genau anschauen, bei uns im Internet rbb24.de. Aber jetzt schauen Sie erstmal, wie die Parteien heute reagiert haben. Jetzt ist die Bescherung da und für Gesine Lötsch ist es eine positive. Die linken Abgeordnete hat ihren Wahlkreis in Lichtenberg 2021 direkt gewonnen. Und auch nach dem Urteil des Gerichts wird dort nur an so wenigen Orten nochmal gewählt, dass sie ihr Mandat sicher nicht verlieren wird. Sonst hätten alle Abgeordneten aus dem Bundestag fliegen können, die über Landeslisten der Linken eingezogen sind. Klar atmen alle auf, das ist doch logisch. Aber ich will mal grundsätzlich sagen, dass es jetzt nach über 2 Jahren eigentlich keine Wiederholungswahl ist, sondern es ist eine Neuwahl. Die Welt hat sich ja weitergedreht, es gibt eine völlig andere politische Situation. CDU und AfD setzen jetzt darauf, dass der Bundestrend ihnen ein besseres Zweitstimmenergebnis in den betroffenen Wahlbezirken bringt. CDU-Generalsekretärin Ottilie Klein dreht die Wiederholungswahl voll auf die Bundespolitik. Es braucht ein klares Stoppzeichen für die Ampel. Wir wollen in Berlin den Anfang vom Ende dieser Bundesregierung einläuten. Und auch AfD-Chefin Christine Brinker sieht ihre Partei angesichts guter Umfragewerte in einer komfortablen Position. Wir erhoffen uns schon gerade bei den Zweitstimmen ein deutlich besseres Ergebnis als das, was wir vor einem Jahr bei der Wahlwiederholung auf Landesebene bekommen haben. Das wird wahrscheinlich auch so sein. Ihr Mandat verlieren könnten vor allem die Abgeordneten, die aktuell über einen Listenplatz im Bundestag sitzen, je nachdem, wie Zweitstimmergebnis und Wahlbeteiligung ausfallen. Die Grünen-Abgeordnete Nina Stahr könnte das zum Beispiel treffen. Na, ehrlicherweise geht es mir in dem Moment nicht um mich persönlich. Es geht darum, dass wir eine Wahlwiederholung haben, weil Fehler passiert sind. Und es ist richtig, dass dann jetzt wiederholt wird, dass dann einzelne Mandate unter Umständen rausfallen. Das ist einfach in einer Wahl angelegt. Das sieht auch die SPD-Abgeordnete Anna-Maria Trasnia so. Sie ist ebenfalls über einen Listenplatz als Nachrückerin im Bundestag und könnte ihr Mandat nach der Wiederholungswahl verlieren. Ehrlich gesagt ist es mir wirklich auch nicht um mein Schicksal jetzt bange, sondern es geht mir um die Demokratie, dass Berlinerinnen und Berliner gut vertreten werden im Deutschen Bundestag. Und deshalb ist mein Appell, nutzen Sie Ihr Wahlrecht. Eine geringe Wahlbeteiligung könnte dafür sorgen, dass Berlin insgesamt weniger Abgeordnete als jetzt in den Bundestag schicken darf. Das befürchtet auch der FDP-Landeschef Christoph Meyer.
Zunächst einmal gibt es ja auch hier die Briefwahlmöglichkeit. Deswegen ist jeder Berliner, jede Berlinerin aufgefordert, zur Wahl zu gehen, damit das Land Berlin im Konzert der übrigen 15 Bundesländer entsprechend auch im Bundesrat vertreten ist. Eine schöne Bescherung ist das Urteil für alle, aber nicht allen hat das Gericht die Wünsche erfüllt. Der Landeswahlleiter Stefan Bröchler, der war heute Morgen selbst dabei in Karlsruhe, als das Urteil verkündet wurde. Und direkt im Anschluss habe ich mit ihm gesprochen. Und natürlich wollte ich erst mal wissen, wann wählen wir denn? Bleibt es bei dem 11. Februar, der da mal genannt worden war? Ja, ich werde heute im Amtsblatt für Berlin offiziell kundtun, dass der Termin für die Wiederholungswahl der 11. Februar 2024 sein wird. Das ist ja nicht viel Zeit und da liegt nur auch noch Weihnachten dazwischen und dann sind dann auch noch die Berliner Schulferien mit drin. Reicht das überhaupt, um jetzt die Vorbereitung hinzukriegen? Ja, es muss reichen und es wird auch reichen. Wir haben uns seit Juni schon sozusagen vorbereitet auf mögliches Szenario vollständige Wiederholungswahl. Wir haben jetzt die teilweise Wiederholungswahl vom Gericht angeordnet bekommen. Aber Sie haben völlig recht, das wird nochmal eine enorme Herausforderung, denn wir haben nicht die 60 Tage, die eigentlich vom Gesetz her vorgegeben sind und eingeräumt sind, sondern wir haben de facto nur 55 und wenn wir Weihnachten und Neujahr abrechnen, sogar noch weniger. Das heißt, hier wird ein ganz wichtiger Punkt sein, dass die Landeswahlleitung und die Bezirke eben eng zusammenarbeiten, so wie wir das bisher auch praktiziert haben. Und dann wird es, glaube ich, werden wir das hinbekommen und gut hinbekommen. Und diese Wahl wird ja nicht erst am 11. Februar sein, sondern die Briefwahl beginnt schon viel früher. Und weil der 11. Februar ja am Ende der Schulferien liegt, steht ja zu vermuten, dass besonders viele Leute auch die Briefwahl machen werden. Wann wird es damit losgehen und haben Sie dafür schon alles? Ja, also wir werden mit der Briefwahl loslegen am 8. Januar. Wir haben alles vorbereitet, aber wir wissen natürlich durch das Urteil hier in Karlsruhe heute eher sozusagen, in welchen Wahlbezirken denn überhaupt gewählt werden muss. Das heißt, wir sind jetzt in der Situation, dass wir die Planungen, die wir haben, in Handlungen umsetzen müssen. Das heißt, Festlegung der Wahllokale. Wir wissen jetzt, können jetzt berechnen, die Zahl der Wahlhelfenden. Wir können jetzt an die Berechnung der Stimmzettel gehen. Und diese Woche wird auch noch sozusagen, werden auch noch Gremien tagen. Wir haben morgen Sitzungen in allen Bezirken der Kreiswahlausschüsse und morgen Nachmittag werde ich auch den Landeswahlausschuss leiten, wo wir uns dann auch noch mal die Stimmzettel etc. auch anschauen werden. Als Sie das letzte Mal in der Abendschau waren, da haben Sie beklagt, dass Sie Stellen, die Ihnen zugesagt wurden, als Landeswahlleiter immer noch nicht bekommen haben, dass auch die entsprechenden rechtlichen Vorgaben noch nicht geändert wurden, um beispielsweise direkten Durchgriff gegenüber den Bezirken zu bekommen, wo es ja das letzte Mal die Probleme gab. Ist da inzwischen was passiert? Ja, wir haben die Hälfte der Reformstrecke sozusagen haben wir hinter uns gebracht. Wir haben jetzt die Zusage, dass es wahrscheinlich im Februar das Landeswahlamt eingerichtet wird. Da werden wir auch noch mal erst drei und dann eine weitere Position bekommen. Und das war ein ganz wichtiger Punkt, dass eben die drei ständigen Stellen in den Bezirkswahlämtern geschaffen werden. Und sozusagen, wenn wir das dann durchgesetzt bekommen haben und wir haben die Zusage des Landesgesetzgebers, dann kommen wir jetzt in die Situation, dass wir tatsächlich professionell eine Wahlorganisation aufbauen können, die den Reparaturmodus, in dem wir uns ja immer noch befinden, dann hinter uns lassen können. Jetzt ist leider unsere Zeit rum, sonst hätte ich gerne noch mal gefragt, ob wir nicht den Reparaturmodus schon längst hätten hinter uns gelassen haben müssen. Aber das klären wir dann, wenn Sie wieder in Berlin sind. Herr Bröchler, vielen herzlichen Dank. Immer gerne.